Die ökonomischen Einschläge durch das Coronavirus respektive deren Folgewirkungen kommen immer näher. Wir haben heute die Meldungen, dass Adidas weitgehend die meisten Niederlassungen schließt, dass BMW seine Produktionswerke schließt, dass auch Airbus sein Werk in China erstmal schließen wird. Teslas Gigafactory wird nicht so schnell wieder an den Start gehen. Also es häufen sich jetzt diese Meldungen, die zunächst einmal auch für westliche Firmen direkt und konkret erfahrbar sind. Jenseits von Lieferketten wird da einfach in China erstmal weniger Geld verdient. Simple as it is. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und das zweite Thema heute, wir sehen eine ziemlich große Rotation raus aus Tech, rein in Energiewerte. Doch dazu später mehr. Kommen wir mal zu diesen ökonomischen Auswirkungen bzw. zum Stand der Dinge. Wir haben heute die Welthandelsorganisation, die gesagt hat, ja, wir haben jetzt die schnellsten oder den größten Zuwachs von Infizierungen seit Bekanntwerden des Ausbruchs des Coronavirus. Peking hat heute versucht, so ein bisschen die Sache runterzuspielen und zu sagen, ja, könnte sein, dass wir schon praktisch den Hochpunkt erreicht haben, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Shanghai hat heute verkündet, dass man bis Ende Februar die Schulen geschlossen lassen muss. Das heißt faktisch, dass wahrscheinlich dann eben auch die Firmen, die nicht irgendwie systemrelevant sind, geschlossen bleiben. Weil, stellen Sie sich mal vor, wenn Sie das zweifelhafte Glück haben, Kinder zu haben, dann stehen Sie immer wieder vor der Frage, wenn Sie beruflich eingespannt sind, was mache ich mit den Schranzen? Wo kann ich die hinparken? Dementsprechend wird das für viele chinesische Eltern eben sehr, sehr schwierig. Die werden dann vielleicht ein bisschen Homeoffice machen können, aber es ist eben eine Situation, die Signalwirkungen haben kann, wenn die ökonomisch wohl wichtigste Stadt in China, nämlich Shanghai, sagt, wir werden jetzt erstmal dicht machen bis Ende Februar, dann dürften andere Städte folgen, dürften nicht nur Schulen geschlossen bleiben, sondern eben, wie gesagt, auch alle nicht systemrelevanten Firmen. Und solange das Virus oder die parabolische Kurve der Infektionen nicht abebbt, macht es eigentlich keinen Sinn, woanders die Schulen wieder aufzumachen, die Betriebe wieder aufzumachen. Wenn Shanghai diese Maßnahme trifft von Wuhan, brauchen wir gar nicht erst sprechen. Das ist vielleicht auch für die Aktienmärkte der entscheidende Punkt. Die Aktienmärkte, die fahren ja erstmal auf Sicht und sagen, naja, das wird nicht so schlimm werden. Aber was ist, wenn sich die Frist immer weiter nach hinten verzögert, dass sozusagen hier China nicht mehr stillsteht? Das ist genau das Thema, das die Aktienmärkte wahrscheinlich noch nicht eingepreist haben, weil sie sagen, das wird bald enden. Und heute schien diese Meinung gleich Auftrieb zu bekommen nach Meldungen, dass britische Wissenschaftler wie auch chinesische Wissenschaftler dabei seien, einen Impfstoff hier zu entwickeln, der sehr schnell auf den Markt gebracht werden könnte im Sommer. Nun ja, Sommer dürfte die ganze Geschichte so oder so vorbei sein, weil diese Viren normalerweise Wärme und Hitze nicht vertragen. Aber selbst Sommer heißt ja, dass sie die ganze Geschichte eben dann erstmal absehbar sich nicht ändert. Das ist genau der Punkt. Und hier wird zu Recht darauf hingewiesen von vielen Seiten, wie auch von der WHO, die gesagt hat, das ist nicht wirklich seriös und sind keine wirklich effektiven Impfstoffe bekannt oder auch die Versuche dazu. Das sind Laborversuche, die in der Praxis bisher überhaupt keine Relevanz haben. Aber die Aktienmärkte sind heute massiv gestiegen, heute Vormittag, aufgrund dieser Berichte, als die WHO im Prinzip ein Dementi gebracht hat und gesagt hat, indirekt gesagt hat, das sind Fake News, sind die Aktienmärkte ein bisschen zurückgekommen. Aber nur ein bisschen. Man reitet dann lieber die Fake News zu Ende, als dass man sozusagen dann direkt von der Welle kippt. Schauen wir uns noch ein paar interessante Dinge an, die von Relevanz sind, heute von Relevanz waren. Wir haben, wie schon gesagt, Rotation aus Tech. Wir sehen, dass die FANG-Aktien jetzt sich so weit vom S&P 500 entfernt haben wie noch nie. Möglicherweise war das dann eben der Anlass für viele Investoren, Profis, Fondsmanager, Hedgefonds etc. zu sagen, okay, dann nehmen wir mal ein paar Chips vom Tisch. Heute hat Jeff Bezos, oder heute ist bekannt geworden, dass Jeff Bezos Aktien von Amazon im Volumen von 1,8 Milliarden Dollar verkauft hatte. Dann diese Geschichte mit der Gigafactory, der Schließung der Gigafactory von Tesla. Da ist also Geld rausgeflossen und schauen wir uns mal hier die Marktkapitalisierung von Apple und Microsoft an. 500 Milliarden mehr als der gesamte DAX, als der gesamte Aktienmarkt genauer sagt. In Deutschland schon ein bisschen extrem, muss man sagen. Und hier gibt es auch Interessantes dazu. Wir sind eben jetzt auch so dermaßen
am oberen Ende gewesen dieser Tech-Bewertungen. Das ist jetzt möglicherweise eben nicht eine langfristige Entscheidung, hier mal aus Tech rauszugehen, aber eine taktische, eine kurzfristige Entscheidung. Man geht rein in Energie, man geht rein in Healthcare, Impfstoffe und solche Geschichten, also Gesundheitssektor. Man geht rein in Banken, geht raus aus Tech, wie gesagt, aus den Bereichen Consumer Discretionary Utilities, also Versorger, die zuletzt ja sehr, sehr gut gelaufen waren, und Real Estate, also Immobilien. Das ist der Shift, der heute passiert ist, der vielleicht auch dem DAX ein bisschen hilft, dass viele Investoren sagen, hey, diese Tech-Welle, die ist jetzt doch sehr, sehr ausgeritten. Schauen wir uns doch mal andere Märkte an, schauen wir uns den DAX an. Der ist doch viel, viel günstiger als eben die US-Tech-Werte, zumindest was Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Also da könnte der DAX davon profitieren, obwohl, wenn dieses Szenario eintritt, das ich vorhin skizziert habe, nämlich, dass die Schulen, nicht nur die Schulen in China länger geschlossen sind, sondern auch die allermeisten Betriebe und viele DAX-Konzerne, die ja in China tätig sind, dann eben kein Geschäft in China machen, dann dürfte das auch von kurzer Dauer sein. Wir haben heute in Sachen Tech Tesla, die deutlich unter Druck kommen. Hier hat Chris Kimball gesagt, das könnte eine Eiffelturmformation sein, die er hier eingezeichnet hat, also praktisch rauf zur oberen Trendlinienbegrenzung und dann direkt wieder runter. Könnte also ein Topping-Pattern sein, das wir derzeit sehen. Wir haben Leute wie den legendären Steve Eisman, der in der Finanzkrise bekannt wurde, auch durch Spekulationen auf das Platzen der Immobilienblase. Der hat gesagt, ich habe weitgehend die Reißleine gezogen, irgendwann ist der Schmerz zu groß. Da wird es einige andere auch erwischt haben. Und je mehr Shorties aus dem Markt sind, umso schlechter für den Tesla-Kurs, denn dann fehlen die Käufer, die ihre Positionen eindecken müssen. Das ist sozusagen der entscheidende Knackpunkt. Schauen wir uns die Dinge nochmal an. McDonald's wollte ich morgen im Videoausblick bringen. Schauen wir uns die Dinge nochmal an, wie sie derzeit stehen. Die Charts von Capital.com, und dieser Chart ist vom Nasdaq 100. Wir sehen hier diesen Move nach oben heute Morgen. Hurra, wir haben bald, morgen wahrscheinlich schon, einen Impfstoff. Ist alles totaler Bullshit. Wir sehen, dass der Nasdaq hier einen Top gemacht hat und dann doch ziemlich saftig unter Druck kommt. Derzeit versucht sich zu erholen. Sieht schlechter aus jetzt im kurzen Zeitfenster im Mindesten als der S&P 500, der wenig beeindruckt ist. 3228. Wir sehen auch den Dow Jones besser drauf mit 29.171. Und vor allem der DAX, der hält sich im Bereich 13.480. Hier die Fake News Rampe Dementi spielt keine Rolle. Was brauchen wir? Rationalität. Was brauchen wir sozusagen? Begründungen. Wenn wir rauf wollen, dann gehen wir rauf. Dann lassen wir uns durch die Realität nicht irgendwie maßgeblich ärgern. Das ist scheinbar das Motto derzeit. Wir sehen Euro-Dollar. Trotzdem wir eigentlich ein nicht so günstiges Umfeld für den Dollar haben, obwohl heute die Daten doch stark waren. ADP, Arbeitsmarktbericht, bester Wert seit 2015, auch der ASM-Index Dienstleistung war besser, daher sehen wir den Euro auf dem Rückzug nur noch knapp über der 1,10er-Marke. Das betrifft auch Gold ein bisschen, starke US-Daten mindern die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, das tut Gold ein bisschen weh, das ja vor allem dann profitiert, wenn Zinssenkungsfantasien im Spiel sind, und wir sehen das amerikanische Karottteil. Das wird gesucht. Derzeit ist sehr stark überverkauft gewesen. Energiewerte sehr stark überverkauft gewesen. Die werden jetzt gekauft. Tech-Werte werden verkauft. That's the game. Also, das ist so ein kleiner Einblick. Die Einschläge kommen näher. Entscheidende Frage wird sein, wie lange wird China stillstehen? Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfahren. Kommen die Meldungen, wir werden erstmal alle Betriebe weiter geschlossen halten für den ganzen Februar. Dann dürfte auch der DAX, dürften die anderen Indizes reagieren und die gute Laune vielleicht ein bisschen getrübt sein. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.